Leute, was gibt's für uns denn? Heute eröffnen wir ein paar ultimative Tots-Picks, denn alle Top-Spieler wie Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappé und Co. haben inzwischen ihre Tots-Karten bekommen und die werden heute unter anderem, da wir ultimative Tots-Picks mit den besten Karten aus dem Event öffnen, mit am Start sein. Das Problem ist nur, solche ultimativen Tots-Picks kriegt man nicht einfach so, die müssen wir uns erarbeiten. Wir haben am Anfang ein komplettes Gold-Team und wir werden in 11 Matches in einem Golden Goal gegen random Online-Gegner reingehen. Wenn wir zuerst treffen, gewinnen wir, kriegen den ultimativen Tots-Pick, dürfen uns einen Spieler aussuchen und der verbessert unser Team. Verlieren wir, dann müssen wir nach dem Match direkt eine Zahl von 1 bis 3 sagen, weil 3 Spieler sind in dem Pick drin. Und der Spieler, der sich auf der Position befindet von der Zahl, die wir genannt haben, den müssen wir holen und discarden. Und das kann richtig teuer werden. Und es gibt noch einen Twist, weil es ja nicht schon schwierig genug ist mit einem kompletten Goldteam, wo nicht mal Walkouts drin sind, das Ganze zu machen. Wir dürfen jede Art von Treffer nur ein einziges Mal machen. Also zum Beispiel ein Elfer-Tor, ein Schuss mit rechts, ein Schuss mit links, ein Flachschuss, ein Finesse-Schuss, ein Powershot-Tor, ein Kopfball, ein Fallrückzieher oder. Alles darf nur ein einziges Mal gemacht werden. Also, wir haben auf jeden Fall was vor. Ich habe richtig Bock, diese ganzen geilen Tots-Karten in den Picks drin zu haben. Hoffentlich am Ende in dem Team drin zu haben, mit dem Gas zu geben. Ich bin gespannt, was mit dem Goldteam möglich ist. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für diese coole Challenge. Ich bin auch gespannt, was für Tore wir hier heute hinbekommen. Wir gucken mal direkt, wer der erste Gegner wird. Also, auf geht's. Der erste Gegner ist am Start und ich hoffe, ihr meint es mit dem Matchmaking gut mit uns und hat vielleicht auch ein paar Goldkarten. Ja, nee, hat er nicht. Viele Tots-Karten. Es ist immerhin trotzdem kein High-End-Team, aber schon auf jeder Position 10-mal stärker als wir. Wie lange habe ich nicht mehr mit Goldkarten gespielt? Gaia, Grealish. Das Ding ist, ich werde jedes Laufduell, jeden Zweikampf, ich werde alles verlieren, deswegen muss ich gucken, dass ich komm voll, nein, irgendwie anders an dem vorbeikomme. Jesus, Benacer, rein, unten kann einer rennen, ich spiele nach oben, nein, er befreit sich, Kowalski wird den nach oben geben, renn, ich brauche Vorsprung, sonst ist er weg, sehr gut. Junge, der in der Mitte, der macht halt die ganze Zeit gute Bewegungen. Hier nochmal, angetäuscht, Frimpong. Frimpong! Wie lange braucht er, um zu schießen, Digga? Alter, und der spielt hier so Bambuspässe. Jesus auf Frimpong. Der kann nicht richtig verteidigen. Der kann gar nicht verteidigen. Flachschuss! Flachschuss-Tor! Ja, Flachschuss jetzt so früh schon benutzt zu haben, der ist eigentlich OP. Aber egal, wir haben damit unseren ersten Tots schon mal gesichert. Wichtig. So, eine Tots-Karte, die uns jetzt im Rucksack haben kann, kriegen wir. Und es geht ab. Hier ist Pick Nummer 1. Und das ist direkt ein Genuss für die Augen. Hier sind ja Top-Spieler dabei. Davis ist so geil, aber ich muss ihn erstmal ausklammern, weil wir brauchen natürlich was für die Offensive. Rafinha als Flügel. Ja, hat, glaube ich, auch nicht so viel Impact wie ein Striker und Son mit 5 Sterne Weak Foot und allem. Es muss Son sein. Es wird Son. Wir nehmen Son. Wen mache ich vorne raus? Depay wäre vielleicht später noch gut für ein Tricktor. Jesus, Depay. Ich glaube, ich tue sogar Jesus raus. Und Son kommt rein. Das ist dann auch ein Tausch Premier League gegen Premier League. Das heißt, die ganzen Premier League-Spieler bleiben auf guter Chemie und ich rasiere andere jetzt nicht weiter, sonst wäre Frimpong nicht auf 0 gerutscht. Und der hat ja gerade auch schon gezeigt, dass er wichtig für uns sein kann. Son, ich habe den noch gar nicht gespielt dieses Jahr. Zeig, was du kannst. So, der zweite Gegner ist am Start. Und was erwartet uns diesmal? Gold. Ich sehe Goldkarten dazwischen. Ich sehe Gold und Leih und sowas. Oha. Es gibt wohl sowas wie Matchmaking. Das bringt nichts, wenn wir hinten offen sind. Boah. Und wenn du anfängst zu rasieren. Ey, chill mal. Das Ding ist, ich erinnere mich noch an die letzten Episoden dieser Serie. Da war es immer so, wenn wir am Anfang ein schlechtes Team hatten, haben wir gegen die besten Teams der Welt gespielt. Und wenn unser Team am Ende gut war, dann haben wir gegen die schlechten gespielt. Nein! Warte mal. Hackenschuss! Diesmal ist es so, wir haben ein schlechtes Team, wir spielen auch gegen schlechte. Das ist doch viel fairer. Diesmal macht die EA das fair. Und ich habe sogar vorhin noch gesagt, wir lassen Depay drin, weil Depay vielleicht einen Hackenschuss macht. Ey, Son hat den Hackenschuss nicht gepackt, Leute. Aber Depay schon. Ehre, Digga. Was geht mit dem Gegner aber? Der scheint auch nicht zu verkehrt zu sein, aber Bro, das Golden Gold ist um. Das macht Bock, das macht sehr Bock. So, Pick Nummer 2. Yo, solider Pick. Oh, will ich einen Verteidiger haben? Oder will ich einen, der mit nach vorne ackert? Oder will ich jemanden mit einem ZM? Am meisten Bock von den Karten. Ich weiß ja, wie gut die Karte ist. Ich habe sie auf den Kopf auf unten gezogen und dort auch gespielt. Deswegen holen wir uns den jetzt hier auch. Ihr wisst, wer es ist. Würz, ab geht's. Ja, im Hackenschuss haben wir auch voll was Freshes jetzt schon abgehackt. Ich tue Würz hier hin, da können wir aus der Distanz jetzt auch Powershot, Weitschüsse, Finalschüsse mit ihm probieren, wenn es sich ergibt. Übertrieben geiler Pick, übertrieben geiler Spieler, kriegt auch ein bisschen Chemie mit dem Frimpong-Link, der jetzt auch schon wie technisch besser aufgestellt ist und alles. Nice, okay, weiter geht's. Also, jetzt haben wir schon Würz und Son, die beide Arbeit machen können. Oh nee, mit
Aber mit Champions-Picks und so. Unangenehmer Gegner, glaube ich. Siehst du, man muss auch die Gegner lesen. Man muss wissen, wann ist der Gegner zu... Ja, wann ist er krass? Wann ist er denn? Der ist krass. Man merkt es jetzt schon. Also bei dem werde ich jetzt nicht versuchen, Fallrückzieher zu machen. Bei dem bin ich froh, wenn ich einfach irgendwie ein Tor hinkriege. Hier gehen wir gar nicht erst auf irgendwas Besonderes. Depay. Einfach irgendwie ein Tor. Irgendwie... Nein, der kommt! Son! Volley! Oh! No! Havertz auf Dembélé. Oh, ganz eklig zu verteidigen. No, 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 no. Er macht einen Finesse! Martinez! Kurze Ecke. Er wird ihn wieder rausspielen. Flanken. Nein! Torwart, komm raus aus dem Kasten. Nein! Ich wusste doch, was er macht. Ey! Ja, erster los. Ja, bockt ehrlich gar nicht, weil es halt so gut wie möglich zu verteidigen. Weil ich habe alles probiert. Pass verteidigen, Flanke verteidigen, Keeper rausholen. Es gibt einen Discard. Ich discarde den ersten. Ich nehme die 1. Da ist er, der Pick. Und die 1 ist Kanté. Was kostet der? 500.000? Ich glaube, Di Maria wäre... Oh, der wäre sogar 1,5 oder so. Und Openda wäre wenig. 200.000. Ja, gut, immerhin... Ja, 500.000 ist schon kacke, aber... Ist jetzt, glaube ich, das Schlimmste zum Glück. Hier haben wir einen SBC drin. Kanté, Tots, Moments. Sehr, sehr, sehr geile Karte. Absoluter Staubsauger. Der hätte uns in dem Team bestimmt auch sehr gut getan. Stattdessen geht er für 0 Münzen weg. Schade. Schade, schade. Nächster Gegner. Das darf jetzt nicht zu einer Loose-Serie werden hier. Alisson. Ja, ein paar Baba-Tots-Karten noch. Ein paar Gold-Karten, ne? Also eins weiß ich, darf hinten keine Ecken zulassen. GGGGG. Depay. Geh mal einer. Aber mit ihm Weitschuss macht, glaube ich, wenig Sinn. Das ist... Ah, es ist Grealish. Nein, ich dachte, das wäre Wirtz. Wo ist Wirtz oder so? Wirtz, Wirtz! Was? Worüber? Ist das Quatsch? Boah, ist das ein geiler Ball von ihm! No. Harry Kane. Nein, wie einfach. Gut, das ist kein Verteidigen hier. Das ist auch kein Abseits, ne? Niemals. Ja! Okay, sauber, sauber. Das ist Son. Ich muss ihn schon wieder auf Depay geben. Depay. Geh mal in die Mitte. Nochmal abgeben. Außenriss und Wirtz! Außenriss-Tor von Flo Wirtz. Macher. Ein Macher. Geil. Florian Wirtz. Wir kriegen die nächste Totskarte. Kann auch gerne von mir aus der Innenverteidigung und Keeper sein. 3, 2, 1, go. Halleluja, okay. Und da ist der einer der teuersten Tots-Karten überhaupt. Cristiano Ronaldo Tots. Oh mein Gott, also ein Innenverteidiger, so wird auch ehrlich schmecken. Aber, Bro, also es ist gar keine Diskussion hier. Es ist keine Diskussion. Wir müssen Cristiano Ronaldo Tots nehmen. Auch noch gar nicht gespielt in dem FIFA. Sein Toti musste ich schon zweimal diskarden. Jetzt hole ich mir seinen Tots. Ey, Cristiano Ronaldo, wie nice ist das? Der kann uns so carryen. Der hat auch die Sachen wie Kopfbälle und Powershots und so richtig drauf, die wir noch brauchen. Noch Upgrade für die Offensive, aber es ging einfach nicht anders. Wenn Ronaldo aufploppt, dann nimmt man ihn. Also unsere Offensive ist wild. Wir müssen es hinten nur irgendwie schaffen, keine frühen Gegentore zu bekommen. Und dann sollte man relativ schnell mit diesem Angriff selber Tore machen können. Das sollte drin sein. CR7, ey. Ey, die Karte sieht so respektlos aus. Also das ist vielleicht auch wirklich die letzte richtig krasse Karte, die Ronaldo jemals in FIFA hat, dementsprechend. Boah, der soll jetzt nochmal richtig was für uns zeigen. Okay, okay, okay. Er hat sogar mein City Esports Wappen. Nein, nein, mit Red Picks und so. Das ist immer unangenehm. Das ist schon ein schlechtes Zeichen. Aber zum Glück hat er jetzt keine 10 Mio-Spieler wie wir. Vorsicht hier außen. Wir haben halt immer noch richtig Müllverteidiger, so. Wir dürfen keinen Außenriss, keinen Flachschuss. Sauber. Boah, wir dürfen keinen Außenriss, keinen Flachschuss und kein... Was andere nochmal. Also was wir auf jeden Fall machen dürfen, wäre theoretisch ein Powershot in den Winkel mit Gold Thiago. Bro, man braucht keine guten Karten. Die Goldkarten tun es auch, wenn man es richtig macht. Thiago mit dem Powershot. Crazy. Unfassbar, einfach nur unfassbar. Zack, hier ist Pick Nummer 5. Oh mein Gott, okay, jetzt will ich ehrlich gerade schwitzen. Nehme ich noch was für die Offensive? Dembélé ist einer der geilsten Karten, den will ich auch unbedingt mal testen. Oder nehme ich jetzt einfach einen Verteidiger, damit wir hinten noch besser stehen? Bro, was? Eine schwierige Auswahl. Wir können nicht nur Angreifer nehmen. Wenn ich jetzt Dembélé nehme, wir danach Picks kriegen, in denen nur Angreifer drin sind, dann ist komplett die Kacke am Dampfen. Also, wir müssen langsam, glaube ich, einen Verteidiger nehmen. Oh, es tut mir leid, ich nehme Saliba. Oh mein Gott. Oder wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mache hier einmal einen Tausch. Und dann kommt Dembélé rein in die Mannschaft. Denn... Ha! Nein, 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 ich kann hier keinen Spieler für 6 Millionen ignorieren. Dann bauen wir halt jetzt gerade erstmal Mittelfeld und Angriff und machen später Verteidigung und hoffentlich auch Tor. Aber diesen Spieler kann ich nicht ignorieren, er ist einfach zu krass. Ihr wollt das auch. Jeder will, glaube ich, dass Dembélé hier Gas gibt. Also ich hoffe wirklich, ich bereue diese Entscheidung nicht. Wir haben
Mhm. Ein paar Evolution-Karten auch mit dabei und ein Lai R9, ja. Oh, okay. Okay, er lässt den Billy einfach machen. Warte mal. Einfach hoch auf Ronaldo. Er versucht Zeitfall 10. Warte. Es geht ein Elfer! Wir haben noch keine Elfer. Wieso geht es ein Elfer? Was hat der Gegner getan? Ich weiß es nicht. Schnell schießen, bevor er rausgeht. Von mir ist auch mit Bremer. Der wird es auch machen. Und Goal! Was? Einfach den Elfer bekommen und reingemacht. Und ich hab nichts gegeben. Yay! Bestes Game! Oh mein Gott. Ich bin geschockt. Zack, nächster Pick ist da. Und da hast du schon wieder eine offensive Maschine. Sogar zwei Simmons ist ja auch offensiv. Kane auch absolutes Monster. Aber es wird nicht mal eine Formation geben, glaube ich, mit denen ich dann alles spielen könnte, falls wir Kane nehmen würden. Also ja, diesmal ohne Umentscheiden auch. Es geht nicht anders. Ich muss Hernandez nehmen. Es muss jetzt mal was Defensives sein. Wie ich einfach Angst hatte, dass er rausgeht. Aber ich wäre nicht mal mad gewesen. Ich hätte es sogar vollkommen verstanden. Bei so einem Elfmeter, da gehen einige Leute bei Unentschieden dann einfach raus. Perfect Link ist das hier sogar auch noch, was uns hier mitgebracht wird. Bremer ist jetzt aber lost. Unser Elfer hält gerade, weil wir alle Serie A-Spieler und seinen Perfect Link verloren haben. Bremer war sogar auf Full Camp. Da müssen wir auch noch loswerden. Aber prinzipiell bisher läuft optimal. So, was hat er für eine Mannschaft? Tschech. Ja, Schien und Co. Ja, sieht solide aus. Na, Rivaldo. Nein, nicht Balotelli. Jetzt, ey! Erste Minute. Gerade fallen viel zu einfach Tore, egal ob bei mir oder bei den Gegnern. Das ist unangenehm. Ich discarde wieder die 1. Palmer Tots. Schild auf der 1. Ja, das ist über 1 Million auf jeden. Das bockt nicht. Musiala wäre ja noch drin gewesen. Und von Lyon die Kollegin. So eine Maschine eigentlich, Palmer. Hier ist er, hier sind 1 Million Münzen einfach wieder in der SBC drin. Gold Upgrade und Palmer ist weg. Warum halten Keeper nix? Mann. So, nächster Gegner, Nupack Luck. Dann hoffe ich mal, sein Team ist auch nicht so fresh. Okay, der scheint anscheinend auch ohne Pack Luck ein paar solide Spieler zu haben. Boah, Frimpong. Warte mal. Spiel mal irgendwie auf Cristiano Ronaldo. Der wird doch den Rest machen. Nein, wie? Nein, Frimpong, Bruder, du hast doch auf 95 Tempo, das als Goldkarte. Wie lässt er sich abhängen? Was machen die? Ja, jetzt wird's frech. Jetzt kriege ich wieder irgendwas hier. Torwart! Der hätte ich jetzt nochmal eine Ecke kassiert, ne? Junge, ist das toll. Cristiano Ronaldo. Ja, Son. Einfach mit dem Innenriss. Einfach mit dem Innenriss! Finesse hatten wir noch nicht. Jetzt haben wir es. Son! Ich hoffe, für den Sieg gibt es was richtig Nices, Belohnendes. Zack! Der Pick ist da! Oh, er sieht nicht verkehrt aus. Pop ist sogar eine richtige Maschine eigentlich. Aber vorne sind wir durch. Nkunku gefällt mir auch so gut mit Skills. Aber ja, wir haben halt im Angriff, sind wir gut aufgestellt. Wir könnten echt auf Krampf auf Dreierkette wechseln und so, aber das ist mir zu riskant. Ich nehme mal Kinios. Er ist auch einer der geilsten so. Er ist auch schon wieder ein Paris-Spieler jetzt geworden. Also chemietechnisch macht das auch was her. Das heißt, alle Innenverteidiger wissen jetzt auch genau, wo sie zu stehen haben, was sie zu machen haben. Mehr als die Hälfte des Teams ist jetzt inzwischen auch blau. Okay, ein paar Spiele haben wir aber auch noch. So, wir sind jetzt überall echt ganz gut aufgestellt im gesamten Team. Und wir haben noch so viele Möglichkeiten für Tore. Red Time Finish, ins Tor reinrennen, Fallrückzieher, Kopfball. Okay, Wirtz bringt ihn rein. Ronaldo. Warte mal. Ey, ich kann den Freischuss mit dem Wort, der mich gefault. Ich weiß es nicht, aber ein Freischuss ist ja auch ein Traum. Kriegt man so selten. Und wir können jetzt mit Cristiano Ronaldo. Was wäre das denn jetzt? Wenn er einfach nicht mit der Mauer springt, dann küsse ich seine Augen. Cristiano Ronaldo! Komm. Oh, das fühlt sich an wie ein Free-Win, aber jeder Gegner kann in einem Ghoul gegen... In einem Ghoul was schaffen, dementsprechend! Sollten wir nicht zu verlässlich mit den Chancen umgehen, bevor er einmal irgendwie lucky mit dem Steilpass durchkommt und trifft. Aber nein, stattdessen zu! Cristiano Ronaldo mit dem Seitfallzieher-Tor in unserer zweiten Szene. Top. Dann sind wir jetzt auch beim 9. Pick angekommen und da ist er! Und da ist für überall was dabei. Salah für die Offensive. Gut, den brauchen wir nicht mehr unbedingt. Goretzka für ZM. ZM kann man immer gebrauchen. Aber jetzt kommt zum ersten Mal ein Keeper. Nach 9 Matches kommt zum ersten Mal ein Keeper.
Ich sag, dann nehmen wir auch den Keeper mit, weil es wird wahrscheinlich die einzige Möglichkeit bleiben. Warte mal kurz, ist das jetzt der vierte Paris-Spieler nacheinander, den wir kriegen? Wie random ist das denn? Das ist überhaupt viermal nacheinander. Gut, es war nicht nacheinander, weil wir haben auch einmal verloren. Da war, glaube ich, dann keiner von Paris bei. Aber dass bei vier Siegen nacheinander ein Paris-Spieler drin ist und wir jeweils auch genau den genommen haben, so, weil die am besten ins Team gepasst haben und so. Crazy, Paris übernimmt hier gerade die Mannschaft. So. Vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht kommt gleich auch noch Mbappé Tots für ihn. Würde ich auch die ganze Formation und alles umschmeißen. So. Kaka. Aloe-Vairan? Kenn ich nicht mal diese Karte. Nein. Oh mein Gott. Wenn ich eins weiß über diese Aloe-Vairan-Karte da vorne, dann, dass die Tempo haben wird. Das heißt, laufen lassen darf man den Bro nicht. Son, wir haben noch keinen Lupfer. Der senkt sich. Zu spät. Ecke von Thiago. Warte mal, Cristiano Ronaldo. Der wird doch wohl gierig sein. Der wird doch wohl gierig sein in der Luft. Ja, Gaia, wie gut. Nein, ist abseits, oder? Nein, ist durch kein Abseits. Einfach hoch rein. Ronaldo! Digga! Nein. Die Mitte ist so offen. Nein. Ja, gut geblockt. Wir werden hier keinen Kopfball gewinnen. Das war klar. Kaka weg und locker weg. Grealish. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ist das schlecht von mir? Bitte mach den auch zu. Nein! Er muss zum Keeper zurück, er wird unten passen. Bin ich schon lange, Bro. Hier bin ich schon lange. Cristiano! Hey! Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, Grealish. Auf Cristiano Ronaldo einfach Red Time Finish jetzt. Komm! Red Time Finish! Irgendwie! Zui! Wow! Wie ist da reingegangen? Je weiter man fortgeschritten ist bei diesem Format immer, desto härter wird's. Auf einmal hat man nur noch Tore, die man machen muss, die schon schwer sind. Ich weiß nicht, ob wir so Stress mit Kopfbälle heute haben. Auf jeden Fall, hier ist der 10. Pick. Ja, wir könnten nochmal in die Verteidigung gehen, aber nicht mit einem Paris-Spieler. Ich glaube, stattdessen nehmen wir einen Real Madrid-Spieler mit Luka Modric fürs Mittelfeld. Da habe ich Bock drauf. Modric wird gegönnt, der kostet auch knapp 3 Mio. Das ist phänomenal, das ist super, das ist nice, das ist ein weiteres Upgrade. Unser erster La Liga-Spieler. Damit ist jetzt aber aus fast jeder nice Liga, so die bisher ein Tots hatte, irgendwas mit am Start oder so. Übersehe ich irgendwas? Okay, ein einziges Game haben wir noch. Ein letztes Game. Ein Sieg wäre top. Dann haben wir aus 11 nur 2 verloren, wenn wir das jetzt gewinnen. Das ist vollkommen akzeptabel so. Okay, Match Nummer 11, der letzte Gegner. Das ist der Keeper, den wir überwinden müssen. An der Abwehr müssen wir vorbeikommen und den Angriff müssen wir stoppen. Das ist die Mission. Nee. Boah. Das ist gut von Ronaldo. Son, nimm ihn mit. Son. Son. Son! Und der ist drin und jetzt haben wir auch unser Lupfer-Tor. Ey, erster Angriff, erster Lupfer, phänomenal. Ein richtig schnelles Ding zum Abschluss, war doch nochmal köstlich. Hier haben wir den letzten Pick für die Abwehr und für den Angriff, was dabei. Aber das ist ganz klar, das ist ja eine der geilsten Karten im gesamten Game. Also Jeremy Frimpong, 5 Millionen wert oder so, wäre das in diesem Fall der in unser Team soll. Das war ein cooles Video. Das waren echt ultimative Picks. Das waren viele verschiedene Tore. Das waren leider auch Discards. Also ich glaube, insgesamt hatten wir echt alles dabei. Lasst gerne ein Like, da würde mich freuen. Lasst ein Abo, da um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.